Kennst du schon den Talerhohn? Den Talerhohn des Tages, ich zeig ihn dir. Schattenboxen, 1 gegen 1, komm her. Patron, Talerhohn, du machst Margelle, du sagst mir Pardon. Talerhohn, ich geb dir... Talerhohn, der neue Trend des Sommers. Hier, ihr habt ihn gesehen, unseren Schattenboxer Olaf Scholz, verkleidet als kleiner Talerhohn. Heute geht es mal um die Feststellung, wer oder was ist ein Talerhohn? Was wollen Sie uns damit sagen? Wie ist Ihr Frauenbild, Ihr Menschenbild? Und was möchte uns das öffentlich-rechtliche Fernsehen von der ARD dazu sagen, dass es mal wieder von den Rechten kommt? Und damit erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Der Begriff, ihr habt ihn sicherlich schon gehört, es geht um den Talerhohn. Zeige ich euch hier mal die Geburt eines Talerhohns. Selten beobachtet, aber wir haben sie gefilmt. Talerhohn, ich geb dir echt, ich bin der Patron. Talerhohn, du machst Margelle, du sagst mir Pardon. Habt ihr gesehen? Irgendwoher müssen die Klamotten ja kommen, die die jungen Männer hier tragen. Und fangen wir mal bei dem Kleidungsstil der Talerhohns an. Es sind hier junge Männer, die sich selbst so bezeichnen als Talerhohn. Und sie geben vor der Kamera unverhohlen zu, dass sie ihre Klamotten klauen oder von Verwandten nur ausleihen. Aber sie betonen immer wieder, dass es selbstverständlich echte Markenartikel sind, inklusive der Gucci-Kappe. Leute, das ist alles absoluter Fake. Es geht hier aber um Kleinkriminelle. Sie behaupten selbst, dass sie Kleinkriminelle sind. Sie klauen hier auch Zigaretten, Laptoptaschen, Kameras, Handys und so weiter. Es gibt dazu jetzt einen Song, der quasi viral geht unter den jungen Leuten. Ihr habt ihn vielleicht schon gehört bei der Geburt des ersten Talerhohns. Ich kann euch übrigens noch eine Talerhohn-Geburt zeigen. Das findet man inzwischen etwas öfter. Aber die Textzeile des Hagener Rappers Hassan, ja, ich kannte ihn vorher auch nicht. Talerhohn, ich geb dir einen Stich, ich bin der Patron. Also direkt ein Bezug zur Messergewalt. Ein paar Zeilen weiter heißt es, Talerhohn, ich zieh dich zur Ecke, deine Jungs sehen, wie ich in dir Messer steche, Blut lecke und stecke deine Leiche in Säcke. Das ist kein Spaß, das ist der Text dieses Liedes für Talerhohn. Talerhohn bedeutet auf Arabisch angeblich so viel wie komm her von Tayal Huna, aber ich kann kein Arabisch, das ist hier nur, das musste ich ablesen. Das eigenartige Selbstbewusstsein dieser jungen Männer, es ist völliger Wahnsinn und genau das beschreibt exemplarisch das Problem in unserem Land. Wir haben eine Generation an Jugendlichen, die sich hier an nichts mehr halten. Und wir haben auch eine Generation an jungen Frauen, die auf solch vermeintliche Männer hineinfallen. Und sie verachten Frauen. Sie hassen Frauen. Sie sehen Frauen nur als Objekt, als benutzbares Stück. Da gibt es so Aussagen, wenn sie nicht kochen kann, dann muss sie weg. Ins Freibad, da darf sie nicht. Aber wir schauen uns alles der Reihe nach an. Die Tagesschau möchte uns auch erzählen, dass die Talerhohns eigentlich ganz liebe, nette Jungs sind und die Rechten sich dieses Thema zu eigen machen. Nein, die Talerhohns, sie haben selbst angefangen. Aber schauen wir doch hier uns nochmal diesen wunderschönen Roundhouse-Kick an. Talerhohn, ich geb dir echt, ich bin der Patron. Talerhohn, du machst Margelle, du sagst mir Pardon. Talerhohn, ich geb dir echt, ich bin der Patron. Habt ihr gesehen, ne? Super beeindruckend, super beweglich dieser junge Mann hier, sportlich aktiv. Sein BMI ist auch im Normbereich. Also, Leute, ihr seht, ich mache ein paar Witze. Das ist das einzige Positive an dem jungen Mann. Er ist nicht übergewichtig, er kann sich bewegen. In seiner Altersklasse sehen da viele anders aus. Aber wir gehen hier jetzt mal, den Talerhohn sehen wir jetzt noch ein bisschen öfter, gehen wir mal zur Tagesschau, die hier wieder meint, dich und mich belehren zu müssen, dass das hier doch alles nur arme junge Männer sind. Talerhohn, du machst Margelle, du sagst mir. Vielleicht hast du solche oder ähnliche Videos auch schon gesehen. Junge Männer, die versuchen mit speziellen Moves und krassen Aussagen zu provozieren. Speziellen Moves und krassen Aussagen zu provozieren. Nein, das sind Angriffsmoves, also das sind Kampfsporthandlungen, das sind Roundhouse-Kicks, die sie hier verteilen und mit ihrer Sprache provozieren. Nein, sie beleidigen. Sie beleidigen und missachten die Gleichberechtigung der Frau. Das hat nichts mit Provozieren zu tun, ja?
und neuerdings Talahon genannt werden. Der Begriff ist aber nicht ganz unproblematisch und wird von vielen kritisiert. Warum? Die Darsteller der Videos würden oft kriminelle und frauenfeindliche Stereotype reproduzieren. Würdest du sie allein ins Freibad lassen? Nein. Wieso? Weil das sind andere Jungs, die sehen dann ihre Körper und so und das geht gar nicht. Ja. Und wenn sie mit Freundinnen möchte? Das geht auch nicht. Die muss mit mir sein. Oh. Laut Expertinnen und Experten schaffen solche Aussagen ein Umfeld, in dem die Diskriminierung von Frauen und toxische Männlichkeit normalisiert werden. Und noch was ist kritisch an den Videos. Zwar bezeichnen sich die Jungs auch selbst mal mehr, mal weniger ernst als Talahon. Findest du, dass du ein Talahon bist? Natürlich. Allerdings wird der Begriff inzwischen auch in rechten Kreisen genutzt. Hier oben, hier, richtig hier oben. Ich warte ja auf Tagesschau in einfacher Sprache zum Erklären der Talahons. Aber sie waren hier natürlich noch nicht fertig. Sie möchten uns weiter belehren, weil sie es besser wissen. Viele der selbsternannten Talahons werden als migrantisch gelesen. Manche haben tatsächlich Migrationsgeschichte. Migrantisch gelesen? Hä? Entweder ist man migrantisch oder man ist es nicht. Aber wie sollen denn jetzt Talahons migrantisch gelesen werden? Wir reden über Videos auf TikTok, auf Twitter und so weiter. Aber Leute, das bekommt ihr für einen Beitrag von der GEZ, Leute. Aber das Schlimme ist, das schaut sich ja meine Oma an. Aber meine Oma weiß immer noch nicht, was ein Talahon ist. Unter ihren Videos sind häufig beleidigende Kommentare zu lesen. Rassistische Klischees werden bedient, Menschen über einen Kamm geschert. Der Talahon gilt für manche inzwischen als Feindbild. Auch deshalb sollte der Begriff laut Kritikerinnen und Kritikern mit Vorsicht genutzt werden. Weil der Talahon jetzt als Feindbild gilt, soll man diesen Begriff jetzt mit Vorsicht genießen. Also sollen wir dann in Zukunft auch das Wort Messerstecher nicht mehr sagen, das Wort Mörder nicht mehr sagen, das Wort Vergewaltiger nicht mehr sagen oder Hooligans, was auch eine ganze Gruppe von Menschen beschreibt, die zu Gewalt neigen. Und das Schlimme ist, die Talahons, die feiern sich dafür, dass sie die Leute sind, die die Frauen verachten und hier einen auf Wannabe machen. Und das sollen wir nach der Tagesschau akzeptieren. Ganz ehrlich, ich kann euch sagen, wenn mir so ein Talahon quer kommt, dann kriegt er von mir eine quer verpasst. Ganz einfach. So Leute müssen mal Respekt spüren. Und so Respekt spüren sie, wenn so kleine Talahons mal aufgemischt werden. Und zwar mal so aufgemischt werden, dass sie nicht mehr wissen, wo vorne und wo hinten ist. Dann überlegen sie sich, ob sie damit weitermachen oder ob sie doch ein normales Leben führen wollen. Weil das Ganze aber so spannend ist, ihr kennt es, das Starter-Set eines Talahon, ein gefaktes Gucci-Cappy und vor allem dieses Umhängetäschchen. Und jetzt die spannende Frage, was ist eigentlich in diesen Taschen drin? Wir haben hier einen Beweis. Ich will nicht geballert werden, aber erstmal Parfüm, Bruder, Parfüm, wichtigste. Bruder, ich weiß auch nicht, irgendwelche Papiere von Gerichtstermin, weil man weiß nie, Bruder, vielleicht ist Termin jetzt oder morgen, man weiß nie, Bruder. Dann, okay, Busfahrkarte, ne, Busfahrkarte. Aber ist das deine Busfahrkarte? Bruder, vertrau mir, das ist meine Busfahrkarte. Nicht vom Cousin oder so? Nein, nein, Bruder, wir sehen alle gleich aus, aber ich hab meine, die nehmen meine, aber ich hab meine. Okay. Ich hab meine Augerkarte, mein Arm bricht, ich hab mich geschlagen, ich muss Krankenhaus gehen, normal, ne? Ja, direkt Krankenhaus, ne? Direkt. Ich nehm ihn sogar mit ins Krankenhaus. Dann, Bruder, eine Kette. Sonst nichts hiervon, noch Geld und... Das ist der erste Talahon ohne Welt, Bruder. Wie kannst du... Ah, Bruder. Talahon, ich... Wofür ist dieser Welt gut, Bruder? Für Bruder, Atmen, Mann, ne? Nein, nicht für Atmen. Nicht rauchen, nichts. Stell mal vor, du hast das von der Tag. Ach, deswegen? Nur deswegen. Ah, okay. Würdest du sagen, du bist Talahon Level 1 oder was? Welchen Level würdest nein, du dir nein, geben? Guck mal, bei Talahon, wir haben alle ein Level 100. 100 ist Maximum, ne? Okay. Ich bin gerade so Level 69, aber ich will natürlich größer werden, Bruder. Habt ihr das gesehen? Also, klar haben sie ein Parfüm in ihrer Tasche, die Unterlagen vom Gericht in ihrer Tasche, weil man kann ja jederzeit verhaftet werden. Aber das Spannendste ist, er hat eine E-Zigarette dabei als Tatwaffe für schwere Körperverletzung oder für gefährliche Körperverletzung. Er will es nämlich benutzen als Schlagwerkzeug, hat er offen hier gesagt. Er befindet sich damit hier auf einem Volksfest, ne, auf einer öffentlichen Versammlung, wenn man das so möchte. Das ist da sogar verboten zu führen. Aber klar werden sie mal geboxt und dann hier gleich AOK-Karte. AOK bezahlt alles. Jetzt haben wir hier allerdings noch...
Leute, es gibt so viele lustige Talerhoden-Videos. Es ist unfassbar. Wir haben jetzt hier die Situation, da gab es in einem Zug eine kleine Auseinandersetzung. Bahnhof ist mir nicht bekannt, aber es ist relativ neu. Schauen wir doch nochmal rein. Polizei! Sagt ihr die scheiß Hände! Sagt ihr die Hände und stand auf! Stand auf! Stand auf, was ich sehe! Aufstehen! Und jetzt legst du am Boden! Legst du auf den Boden! Am Boden, einfach vom Bug! Hände seitlich wegstrecken! Hand rücken! Seitlich wegstrecken die Hände! Leg sie auf den Bug! Aus dem Bauch! Aus dem Bauch! Und vorrücken! Vorrücken! Rück vor! Alter! Vor auf den Bauch! Alter! Oh, bist du im Zwischengang? Führe! Darf ich den Kopf hören hier? Gar keins! Habt ihr gehört? Er wollte am Ende noch seinen Kopfhörer nehmen. Da war es völlig aus bei den Polizisten. Da haben sie richtig rumgeschrien. Aber es gibt jetzt hier natürlich auch noch volljährige Talerhunds. Wir schauen einfach zu. Machen wir mal die schreckliche Musik dazu weg. So, da ist jemand 18 geworden und er möchte das feiern. Hier, selbstverständlich, wunderschön. Und dann passiert so ein kleines Missgeschick, was eben durchaus mal passieren kann, wenn man einfach Mist macht. Wenn man einfach Mist macht. Ich glaube, da braucht jemand zum 18. ein paar neue Schuhe. Das waren sie heute, unsere Talerhohns. Es gibt so viele Aufnahmen, es ist Wahnsinn. Ich wollte euch aber mal zeigen, was ein Talerhohn ist. Es sind junge, migrantischstämmige Männer, die Frauen verachten, die ihnen die Freiheit, die Würde und die Menschenrechte teilweise absprechen. Sie dürfen das nicht, sie dürfen das nicht, sie dürfen das nicht, dann werden sie geschlagen und so weiter, Leute. Und umso jünger diese Kinder sind, diese Talerhohns, umso schlimmer wird das. Das ist die Zukunft in diesem Land und das ist das, was die Politik nicht verstanden hat. Die ganzen Feministinnen da draußen, die im Antifaschismus waren, einfach nur gegen alles gehen, was rechts ist und dabei sogar Hand in Hand gehen mit Frauenschlägern, mit Vergewaltigern und mit Messerstechern. Und das ist die schöne neue Welt, die sie wollen, schön bunt. Ich sage, ihr seid Wahnsinnige, ihr seid echt Wahnsinnige. Und diesen Talerhohn-Trend, den sollte man mal mit der Polizei Einhalt gebieten und mit ganzen Hundertschaften, die Migranten-Hotspots kontrollieren, ihnen die Messer wegnehmen und so weiter, auch mal prüfen, wer hier nach 22 Uhr draußen ist, wenn er nicht alt genug ist und so weiter und so fort. Aber die Aufsichtspflicht bei diesen Talerhohns, die hat hier auch die Bundesregierung schon länger verloren. Viele von ihnen sind als Unbegleitete gekommen und wir sehen jetzt, was wir davon haben. Das wird eines der größten Probleme, die dieses Land je gesehen hat. Ich habe keine Ahnung, wie sie das Problem lösen wollen, ohne dass es jemanden benachteiligt. Ich bin vor allem gespannt auf deine Meinung. Kanntest du schon die Talerhohns? Kennst du selbst ein paar Talerhohns? Willst du mehr von den Talerhohns oder soll ich dir das gar nicht mehr zeigen? Abonniere den Kanal und kommentiere unbedingt dieses Video, wie du diese Sache siehst, damit ich weiß, wie ich das nächste Video für dich vorbereiten soll. Ansonsten sage ich ciao, bis bald.